Hello people und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist nicht ganz so positiv. Ich möchte mit euch nämlich über die schlechtesten Bücher reden, die ich 2020 gelesen habe. Ich habe zuerst überlegt, ob ich auch ein enttäuschendste Bücher-Video mache, weil ich glaube, wir haben mittlerweile alle festgestellt, dass das ein Unterschied ist. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, dass enttäuschendste Bücher irgendwie den Rahmen sprengen würde. Weil zum Beispiel, habe ich das hier gerade, Sekunde. Weil ich glaube, wenn ich enttäuschendste Bücher zeigen würde, dann müsste ich auch sowas zeigen wie, Achtung, Schocker, The Invisible Life of Addie LaRue, weil ich dachte einfach so von der Synopsis und so her, dass das einfach so das Buch wird und mein Lieblingsbuch und dann waren es halt nur 4 Sterne in Anführungsstrichen. Und es ist eigentlich eine Enttäuschung. Also es ist weniger geworden, als das, was ich erwartet habe. Aber da müsste ich, glaube ich, relativ viele Bücher zeigen und es würde einfach so hart den Rahmen sprengen. Also habe ich mich dazu entschlossen, euch ausschließlich die Bücher zu zeigen, die 2- und 1-Sterne-Bewertung bekommen haben im letzten Jahr. Vorweg einmal vielleicht ganz kurz, es ist ein, wenn ich aus dem Fenster gucke, typischer Wintertag in Deutschland. Es ist 15 Uhr irgendwas und wir haben gar kein Licht mehr. Deswegen steht vor mir ungemütlich nah meine Schreibtischlampe, die so ein bisschen warmes Licht immer auf mich wirft, aber halt so von unten. Deswegen, falls meine Augenringe in diesem Video einfach gigantisch groß sind, ich weiß gar nicht, ob das Licht die eher wegmacht, falls über, I don't know. Naja, aber falls irgendwas super komisch aussieht, dann, ja, es könnte an mir liegen, aber sagen wir, es liegt an der Lampe. So, der letzte Disclaimer vorweg. Es sind 7 Bücher, die ich euch heute zeigen möchte. 2 Ein-Sterne-Bücher und 5 2-Sterne-Bücher. Und ich habe keins davon mehr hier. Was eigentlich cool ist, aber ich hatte ja eh, als ich jetzt umgezogen bin, irgendwie eine riesengroße Unhaul-Aktion mit Monja hinter mir. Und wir haben über 100 Bücher aussortiert und natürlich waren da die schlechten Bücher dabei. So, deswegen werde ich euch sie alle gleich hier einblenden. Deswegen rutsche ich schon mal ein Stück zur Seite. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon an. Ich habe mir gerade überlegt, dass wir das, glaube ich, so machen, dass ich euch zuerst alle meine 2-Sterne-Bücher zeige und euch dann meine beiden 1-Sterne-Bücher zeige. Das ist dann so eine Art Chronologie. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Buch, von dem ich richtig, richtig viel erwartet habe und mir dabei sogar das Hardcover gekauft habe. Und zwar ist es Untamed von Glennon Doyle. Untamed, beziehungsweise ungezähmt im Deutschen, ist autobiografisch über die Autorin. Und ich muss ja gleich mal vorweg sagen, dass ich bei allen Büchern vermutlich nicht mehr 100% erinnere, weil, keine Ahnung, warum sollte ich irgendwie Gedächtniskapazität für schlechte Bücher in meinem Kopf lassen, wenn es so viele gute Bücher gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen Hauptkritikpunkt immer noch erinnere. Ich habe mir auch vorher die Goodreads-Rezension durchgelesen, die ich den Büchern geschrieben habe. Falls ich welche geschrieben habe, manchmal habe ich auch keine geschrieben. So, okay, zurück zu Untamed von Glennon Doyle. Ich glaube, dieses Buch hängt wirklich, also ob euch dieses Buch gefällt, hängt wirklich, glaube ich, sehr stark von eurer Persönlichkeit ab. Und würde man jetzt sagen, da, Lina, das ist bei jedem Buch so. Aber dieses Buch war halt einfach so spirituell geschrieben. Und ich liebe die Thematik des Buches. Es ist, na, wie gesagt, autobiografisch über Glennon Doyles Leben und sehr feministisch. I guess. Also es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie sie ihr Leben zurück in die richtige Bahn gerückt hat. Und es fühlt sich ein bisschen, ehrlich gesagt, an wie so ein Pat on the Shoulder, den sie sich die ganze Zeit selbst schreibt. So. Aber warum nicht so? Wenn du was geschafft hast, dann darfst du dir auch selbst applaudieren. So, it's good for you. Hat mich gefreut. So. Und es geht auch um ihr Coming Out. Und wie gesagt, so thematisch und so teile ich so locker, weiß ich nicht, 80% oder so ihre Ansichten komplett. Aber die Schreibweise dieses Buches war so spirituell. Und ich glaube, ich bin halt auch eine Person, die so wirklich -10% an so Horoskope oder Sternzeichen oder so glaubt. Und das ist einfach meine persönliche Einstellung und damit möchte ich überhaupt nicht darüber urteilen, ob andere daran glauben sollten oder nicht, cause ist ja nicht mein Business so. Aber manchmal war mir dieses Buch so esoterik-esque geschrieben, dass ich echt dachte, ich habe teilweise mit Monja über FaceTime das Buch gelesen und ihr dann so Quotes vorgelesen aus dem Buch. Und wir haben so viel gelacht. So das. Wir haben so viel gelacht teilweise, weil das war ein bestimmtes Quote mit den Worten Tragic und Magic drin. Wenn ihr euch Untamed Quotes anguckt, dann werdet ihr dieses Quote finden. So gelacht. Und wir haben nicht über Glennon Doyle gelacht, auch nicht unbedingt, also auf gar keinen Fall über den Inhalt des Buchs, aber über die Schreibweise. Das war wirklich gar nichts für mich. Wie gesagt, 2 Sterne. Aber ich kenne auch viele, die das Buch sehr gern mochten. Also würde ich sagen, falls ihr Horoskop und Sternzeichen mögt, ist das
Industrielle etwas vielleicht. Und Feminismus, aber jeder sollte Feminismus mögen. Ansonsten, wenn ihr keinen Feminismus mögt, dann goodbye. Das nächste Buch habe ich gelesen, als ich mit meiner Familie campen war. Und zwar ist es The Girls von Emma Klein. Das gibt es auch auf jeden Fall im Deutschen. Ich glaube, da heißt es tatsächlich auch The Girls. Ich blende euch immer das deutsche Cover ein. Das ist eins der deutschen Cover. Es heißt auf jeden Fall nicht Die Mädchen. Aber ich verlinke euch auch alle Bücher in der Infobox, falls ihr sie nachkaufen wollt. Aber manche Leute, also vielleicht sind ja die Kritikpunkte, die ich habe, genau das, worauf andere Leute ansprechen. Also, warum nicht so? So, also The Girls von Emma Klein. Habe ich gekauft, weil Monja mir auch gesagt hat, dass mir das Buch vielleicht gefallen könnte. Aber sie hat das noch nicht gelesen, also sei ihr verziehen. Und in dem Buch geht es um ein Mädchen, dessen Namen ich nicht weiß und jetzt auch nicht auf den Klappentext gucken kann, weil ich das Buch nicht mehr habe, dass eine, ja, schon Sekte, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was der Technical Term ist, aber ja, einer relativ radikalen Gruppierung beitritt, so da auch irgendwie die ersten romantischen Erfahrungen macht und auch die ersten sexuellen Erfahrungen, sowohl mit anderen Sektenmitgliedern als auch mit also dem Anführer und so. Das Ganze ist aber angelehnt an eine echte Geschichte und zwar gerät diese Gruppierung immer mehr in kriminelle Gefilde und ja, plant dann einen Mord. Unsere Protagonistin ist darin aber nicht so richtig eingeschlossen in die Planungen, fährt im Endeffekt nur den Fluchtwagen. Und dieser Mord ist halt angelehnt an einen echten Mordfall, an den Mord von Sharon Tate und ihren FreundInnen und Familienmitgliedern. War noch Familie? Ihr Mann war nicht da. Die 1969 ja hochschwanger von der Manson Family ermordet wurde. Ist ja auch irgendwie einer der bekanntesten Mordfälle. So. Genau, und das hat mich natürlich alles interessiert, weil diese True Crime Einflüsse sind halt eigentlich voll cool. Aber die Perspektive, die Autorin für das Buch gewählt hat, finde ich, hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Weil unsere Protagonistin, wie gesagt, weder bei der Planung dabei war, noch beim Fall, also bei der Durchführung. Und er die ganze Zeit unwissend war. Dadurch war der Leser oder die Leserin, also ich, auch total unwissend. Und ich überlege immer noch, warum. Also vielleicht ist das richtig krass stilistische Mittel. Aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Weil ich hätte mir eine True Crime Folge oder eine Reportage anhören über den Fall und hätte A, mehr über den Fall gelernt und B, auch irgendwie interessantere Character Studies gehabt. So. Ja, mochte ich nicht. Ja. Das nächste Buch machen wir ganz kurz. Da habe ich einen kompletten Reading-Vlog zu gemacht. Und zwar ist es mein erstes Stephen King-Buch gewesen. Misery. Wie heißt das auf Deutsch? Sie? Ich glaube, sie. Ja, ihr kennt spätestens alle die Verfilmung von Misery, wo es um einen Autoren geht, der beschließt, irgendwie seine Bücher nicht mehr zu Ende zu schreiben und bla, und dann einen Autounfall hat. Und ja, es geht um Annie Wilkes. Wilkes? Wilkes? Wilkes, ne? Die. Wilkes? Nee, Wilkes. Ist dann eh in ihrem Namen, I don't know. die ihn dann aufgabelt und ihn dazu überreden. Sie redet nicht ganz so viel, möchte die Geschichte weiterzuschreiben, weil sie ein Superfan ist. So, und mein Hauptkritikpunkt daran ist, dass alles, was ich euch gerade erzählt habe, alles ist, was in diesem Buch passiert. Klar, das sind so Foltereinheiten zwischen, aber ich lese jetzt irgendwie so Horror nicht nur der Folter und der Brutalität und Gewalt wegen, sondern da muss doch irgendwie eine. Ich meine, die Rahmenhandlung ist ja gut, so, I guess. Aber da muss auch noch mehr drin stecken. Man braucht zumindest interessante Charaktere oder so. Ich weiß, viele sagen so, Annie Wilkes, ich weiß es immer noch nicht, ich habe es euch hingeschrieben, ist so die, keine Ahnung, Horrorfigur, der Horrorcharakter, den es gibt. Aber irgendwie war das einfach eine traurige Frau, die viel Schlimmes erlebt hat und einfach die komplett falsche Bahn eingeschlagen hat, mega radikal geworden ist und halt in dem Buch abartige Dinge macht, die ich nicht unbedingt lesen möchte. So. Und unser Protagonist war, man hat halt schon gespürt, dass er halt in einer richtig ausweglosen Situation ist, weil er halt offensichtlich versucht zu fliehen. So. Aber alles, und dann kommen wir jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, alles, was in diesem Buch passiert, konnte man schon in der Synopsis lesen. Also ich hätte mir einfach diese, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten das Buch hatte, 400 Seiten oder so, sparen können zu lesen und stattdessen den Duden lesen können oder so. Da hätte ich irgendwie noch vielleicht neue Wörter gelernt, weil das war einfach Zeitverschwendung. Ich weiß, damit mache ich mich vermutlich unbeliebt bei vielen von euch, aber
ja, ich verlinke euch mal hier meinen Reading-Vlog. Da seht ihr so die ganze Experience von vorne, Erfahrung von vorne bis hinten. Und könnt vielleicht auch mein Auf und Ab miterleben. Leider, ich habe mich angelogen. Ich habe doch noch ein Buch davon hier, weil ich das doppelt hatte. Und eins davon habe ich aussortiert und eins nicht, weil es ein Geschenk war. Ich hol's kurz. Ich bin immer noch so untröstlich darüber, dass ich das Buch nicht mochte. Und ich glaube aber tatsächlich, hier bin ich mir recht sicher, dass das nicht an mir lag, sondern an dem Buch, weil ich viele Leute kenne, die das Buch nicht mochten. Also nicht persönlich kennen, aber so aus dem Internet. Als würdet ihr sehen, dass da gerade mein Fernseher hängt, wo BookTube auf ist. Aber da ist BookTube. So, ich habe viele enttäuschte Berichte darüber gelesen so, oder geguckt, gehört. Und zwar ist es Ninth House von Leibold Hugo. Ich habe so eine wunderschöne Waterstones, Forbidden Planet Edition, die Mary mir mitgebracht hat, die auch signiert ist. Und deswegen werde ich sie halt auch niemals weggeben, weil ich mag andere Bücher von Leibold Hugo richtig, richtig gerne. Aber dieses nicht und es ist so traurig, weil es ist einfach so, dass Dark Academia Buch halt neben The Secret History. Das Dark Academia Buch der Neuzeit, I guess. Und alles, was in diesem Buch passiert, klingt so cool. Es spielt in welcher Zeit? 2011 oder so? Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Es spielt auf jeden Fall auf zwei Zeitebenen. Das Jahr ist jetzt nicht so wichtig. Irgendwann in der Gegenwart und vor ein paar Jahren. Und wir verfolgen Alex Stern, die in der Gegenwart Teil einer Gruppierung ist, die die ganzen, wie nennen sie das denn, Häuser halt. Es sind keine Sororities und Fraternities, sondern, wie nennen sie das? Keine Ahnung, so magische Häuser halt, ehrlich gesagt. Erstmal sind die voll verwirrend, weil wir erfahren gefühlt immer nur so Aufzählungen, so das Haus hat hier die Eigenschaften, das und so, da gibt es voll viele. Auf jeden Fall sind die alle magisch und sie ist im 9. Haus. Ja, gibt es auch auf Deutsch übrigens das Buch Das 9. Haus von Knauer. Das schiert so schön. Naja, die so die magische Aktivität dann so überwacht. Und Alex hat auch noch andere besondere Fähigkeiten, dass sie zum Beispiel so Geister sehen kann und so. Und als mit mehr oder weniger Einzige. Und gleichzeitig ist in der Gegenwart noch ein Mädchen umgebracht worden und ein Freund von ihr verschwindet und so. Wie hieß der? Lexington oder so? Kann das sein? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es in der zweiten Zeitebene noch so, dass sie aufwacht auf einer Party oder so. Ja, aber das war so irgendwie so eine Hausparty, so ein Treffen unter Freunden und alle tot sind. Und daraufhin wacht sie im Krankenhaus auf und da kriegt sie halt, obwohl sie aus einem Familienhintergrund kommt, der sich jetzt vielleicht finanziell Yale nicht unbedingt leisten könnte und auch jetzt nicht die krassen Noten hat für ein Stipendium oder so, kriegt sie dann trotzdem ein Stipendium angeboten aufgrund ihrer Fähigkeiten, um nach Yale zu gehen. Und Leute, das Buch war so verwirrend und es hat ungefähr alle Triggerwarnungen, die ihr euch vorstellen könnt. Und das war so unnötig, weil Leibold Hugo schreibt richtig gut. Und auch diese Szenen, die so grausam waren, waren irgendwie so, dass ich dachte, oh, aber das hat überhaupt nichts zur Story beigetragen. Hier auch wieder einfach nur so, ja, das war halt eklig zu lesen, aber es hat nichts zur Story beigetragen. Die Story ging viel zu langsam voran. Das ganze Magiesystem war erst cool und die Szenerie ist so cool, aber plottechnisch ging das nicht voran. Das ging einfach nicht voran. Und es hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben und ich war überhaupt kein Fan. Ja, das war meine Kurzrezension. Bei dem nächsten Buch habe ich wirklich, ich glaube, wie bei keinem anderen Probleme, mich an den Plot zu erinnern. Ich erinnere mich sehr gut an die Protagonistin und an das Setting, aber nicht, was tatsächlich passiert ist. Und zwar geht es um Solitaire von Alice Oseman. Ich mag Alice Oseman so gerne. Ich habe keins ihrer Bücher komplett geliebt. Ich habe alle ihre kompletten Bücher gelesen. Von Heartstopper den ersten Teil. Also die Kurzgeschichten sonst nicht. Und ich habe, glaube ich, durch die Bank weg allen 4 Sterne gegeben. Loveless, Radio Silence und I Was Born for This. Ja, alle 4 Sterne mochte ich. Auch Alice Oseman an sich mag ich so gern. Zumindest also ich jetzt natürlich nicht persönlich, aber über ihre Social Media Präsenz. Und Solitaire, ich meine, es war auch ihr erstes Buch, so deswegen, okay. Aber das war inhaltlich teilweise ein bisschen entgegen dem, was das Buch vermutlich bewirken wollte. Alice Oseman schreibt ja an sich relativ tiefgründige Contemporary Bücher, Jugendbuch-Contemporary Bücher, die
Mental Health, ehrlich gesagt, hauptsächlich so im Fokus haben. Ja, das war halt hier eigentlich auch so. Es ging um Tori Spring, die größere Schwester von Nick oder Charlie ist. Charlie, glaube ich. Ich glaube, Charlie gehört zu Tori's Familie, right? Die durch Charlie, und ich mag Charlie so gerne, halt das letzte Jahr voll das harte Jahr hatte und so, und auch selbst mit Alice Osman sagt selbst, dass ihre Protagonistin mit High Functioning Depression zu tun hat, also einer Major-Depression, die aber sich nicht komplett auf alle ihre Funktionsbereiche komplett auswirkt, beziehungsweise schon, aber sie nicht komplett einschränkt. Und das hat man total gefühlt. Die Protagonistin, also ich will überhaupt nichts an der Repräsentation für Depressionen bemängeln. Eher daran, wie zum Beispiel die Eltern damit umgegangen sind. Und ich meine, ich kann halt nicht die Charaktere kritisieren und daran deswegen das Buch schlecht finden, weil es gibt halt auch Charaktere, die sind halt einfach nicht so gut oder machen nicht so gute Dinge. Aber ich finde halt, dadurch ist die Message des Buchs total bitter irgendwie. Also es liegt mir total so quer irgendwie. Denn die Eltern von Tori haben halt schon super viel mit Charlie mental health-wise erlebt. Also seine mentale Gesundheit ist auch nicht so gut. Er kämpft zum Beispiel mit Essstörungsgedanken und auf jeden Fall auch mit Suizidalität und war auch stationär in einer Klinik. Und Tori zeigt dann halt total krasse Symptome, wie zum Beispiel, dass sie sich komplett verschließt und den ganzen Tag nur im Bett liegt und nichts mit ihrer Familie machen möchte, total gereizt ist und impulsiv, und ihre Eltern sagen, stell dich nicht so an, dein Teenagerleben ist nicht so hart. Like. Also, wisst ihr, völlig falsche Message, so. Denn irgendwie hat das so ein bisschen von Toys Glaubwürdigkeit genommen. I don't know. Und dann war halt noch die ganze Geschichte mit Solitaire, weswegen das Buch auch Solitaire heißt. Das ist irgendwie so eine komische Organisation. Irgendwas war da im EDV-Raum, keine Ahnung. Das fand ich irgendwie komisch, aber ich erinnere mich auch nicht mehr so dran. Es gab einen Typen, der hieß Michael Holden, glaube ich. Ja. So. Und dann der größte Punkt noch als letztes zu dem Buch war, dass Tori total voreingenommen war. Also sie hatte so viele Vorurteile gegenüber ihren MitschülerInnen und wurde deswegen aber nie zurechtgewiesen, beziehungsweise hat selbst gar keinen Lerneffekt gehabt in dem Buch, was halt mir wieder so ein bisschen den Beigeschmack gibt, als wäre das okay, was das nicht ist, weil, also, wisst ihr, sie kämpft halt sich durch die Welt und macht aber allen anderen das Leben auch noch irgendwie schwer durch ihre Vorurteile, keine Ahnung. Ich hatte keinen Spaß mit diesem Buch, falls ihr es nicht gemerkt habt, aber ich mag alle anderen von Alice Osmonds Büchern richtig gerne. Seid ihr bereit für die Ein-Sterne-Bücher? Let's go! Zwei haben wir noch. Einmal ein Book-Club-Buch, My Sister the Serial Killer. Und ich bin so glücklich, dass es 2020 nur ein Book-Club-Buch auf diese Liste geschafft hat, weil 2019 hatten wir so viele Bücher irgendwie, die nicht nur ich, sondern auch viele von uns nicht so gut fanden. Und diesmal war es nur ein Buch. Und zwar My Sister the Serial Killer. Ich habe allerdings auch vorweg ganz, ganz viele positive Rezensionen zu diesem Buch gelesen. Bei Book O'Clock war es ja auch sehr gespalten. Also zwei von uns haben dem 1 Stern gegeben und eine Person hat dem 5 Sterne gegeben. Da sieht man gleich schon, wie gespalten das Bild war. In dem Buch geht es um Coreed, die als Krankenschwester in einem Krankenhaus arbeitet. Sie ist sehr eng mit ihrer Schwester, die aber im Gegensatz zu ihr immer gefeiert wurde, weil sie so schön sei und dadurch halt irgendwie immer als die bessere Schwester gefeiert wurde. Aber ehrlich gesagt wirklich halt ausschließlich auf Basis ihres Aussehens. Und Coreed, sorry, falls ich den Namen komplett falsch ausspreche, verliebt sich in einen angestellten Arzt bei ihr im Krankenhaus auf der Arbeit. Und ja, ihre Schwester hat allerdings ein Geheimnis. Unsere Protagonistin weiß davon, aber sonst niemand, dass ihre Schwester alle Männer, mit denen sie involviert ist, umbringt. Und dann verliebt sich die Schwester in den eben erwähnten Arzt. Was für unsere Protagonistin ein bisschen schlecht ist. Und Leute, das Buch war kurz, aber echt einfach. Also auch hier ist erstmal schon wieder nichts passiert, was nicht im Plot gesagt wurde. Dann war die Message von dem Buch komisch, weil irgendwie die ganze Zeit weiter dieses Bild transportiert wurde, dass du halt besser bist, wenn du schön bist. Was aber eigentlich ja komplett egal sein wollte. Aber ja, wir als Gesellschaft streben alle nach Schönheit. Unsere Protagonistin war die ganze Zeit total loyal. Und man, klar war das total schön, dass irgendwann irgendwie nur so einen festen Schwesternbund hatte. Aber
wenn jemand mordet, könnte man überdenken, ob man loyal weiter zu dem Mörder bleibt, wenn man weiß, dass die Person das immer und immer und immer und immer wieder wiederholt. Dann hat sich irgendwann dieser Arzt auch einfach so komisch verhalten. ja, ich mochte keinen der Charaktere, ich mochte die Story nicht, ich mochte die Message nicht. Ich mochte den Schreibstil nicht besonders gern. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ihn grausam fand oder halt annehmbar. Aber ich glaube, so, auf jeden Fall nicht gut. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch einen kompletten Book-Clock-Hangout dazu. Deswegen verlinke ich euch den einmal hier. Könnt ihr euch angucken. Aber ich glaube, das reicht. Viele mochten es. Ich möchte es gar nicht zu sehr nicht bewerben. Aber ich mochte es nicht. Und das letzte Buch, das ich euch heute zeigen möchte. Es ist so traurig, dass es mir nicht gefallen hat. Ich habe sogar eine richtig lange Goodreads-Rezension dazu geschrieben, falls ihr Goodreads-Freunde werden wollen und ihr die Rezension lesen wollt, dann ist der Link in der Infobox. Aber das Buch war auch ein Geschenk von Monja. Und ich mag das Cover so gerne. Und eine meiner Lieblingsbooktuberin, Ariel Bissett, liebt dieses Buch. Und zwar ist es My Year of Rest and Relaxation. Beziehungsweise auf Deutsch gibt es das auch mittlerweile. Und das heißt Mein Jahr, das Jahr von Einsamkeit und Entspannung, Relaxation. Wenn ihr nicht, hier ist das deutsche Cover, so heißt das Buch auf Deutsch. Und dieses Buch war so schlimm. Unsere Protagonistin ist so scheiße, wirklich. Sie behandelt alle anderen einfach so schlecht. Und eigentlich würde ich nicht sagen, oh, der Charakter ist so scheiße, deswegen ist das Buch scheiße, aber es geht halt wirklich um die Erfahrung dieser Protagonistin, die ein ganzes Jahr lang schlafen möchte. Sie trifft aber auch auf eine richtig, richtig, richtig schlechte Psychiaterin, die ihr halt die ganze Zeit ganz viel Medikation verschreibt, damit sie halt auch, keine Ahnung, 72 Stunden am Stück schlafen kann. Sie steigert es immer mehr, ich weiß nicht mehr, wie viel sie irgendwann anfängt. Aber auf jeden Fall möchte sie ein ganzes Jahr lang schlafen, damit ihre Probleme dann, wenn sie aufwacht, sich in Luft aufgelöst haben. Vielleicht hört ihr schon raus, was mein Problem mit diesem Buch ist. Ich mache aber noch weiter. Die Protagonistin behandelt ihre beste Freundin, die halt auch so ein Stereotyp erfüllt von so Püppchen oder von so der femininsten Form von Frau. Und dadurch, glaube ich, unlikable sein soll, also unsympathisch sein soll. Und ich weiß nicht, warum man jemanden hassen sollte, weil er viele Stereotype, Klischees vom Frausein erfüllt. Ist halt auch sehr, sehr laut im Vergleich zu unserer Protagonistin und eher nach außen gekehrt und sehr kommunikativ und unsere Protagonistin halt gar nicht. Sie ist ja in sich gekehrt und so. Beides fein. Vielleicht sollten die beiden nicht unbedingt befreundet sein, weil sie sich echt nicht gegenseitig gut tun. Unsere Protagonistin hasst ihre beste Freundin quasi und zum Beispiel ein Plotpoint in dem Buch ist, dass die Mutter, der Vater, irgendein nahes Familienmitglied von ihr stirbt, von der besten Freundin. Und die beste Freundin möchte, dass unsere Protagonistin halt mitkommt in ihre Heimatstadt, weil dann halt die Beerdigung ist. So. Und unsere Protagonistin ist so genervt, braucht erstmal richtig viel Überredungskunst und so. Und dann kommt sie halt in das Elternhaus von, ich glaube, das war die Mutter, der Vater. Naja, auf jeden Fall in das Elternhaus ihrer besten Freundin. Und ist so genervt und geht erstmal schlafen. Toller Beistand, danke dafür. Erstmal die Repräsentation von PsychiaterInnen finde ich eh schon wieder scheiße. In jedem Thriller sind die immer die TäterInnen und alles und das ist so nervig. Und dann ist hier auch schon wieder Inkompetenz. Ich weiß nicht, warum wir nicht mal irgendwie Mental Health in einem positiven Licht. Ich habe gerade Seminar, ich muss mal gucken, ob ich gerade in Gruppenarbeit gedings wurde. Sekunde. Keine Gruppenarbeit, wir haben noch Pause. Grünes Licht, damit ich das Video noch zu Ende führen kann. So, ich weiß nicht, warum wir nicht mal vielleicht so unterstützend gute PsychologInnen, PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen schreiben können, damit sich vielleicht auch mehr Leute trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, um das Stigma zu lösen. Nein, wir machen das Stigma immer fester und schreiben einfach nur Inkompetenz. So, ich will damit nicht sagen, dass es keine Inkompetenten oder nicht Erfahrenen oder vielleicht auch Leute mit eher negativem Einfluss gibt in diesem Feld so. Das heißt natürlich überall so. Aber fürs Stigma? So. Also, das fand ich schon richtig scheiße. Und dann waren so Protagonisten einfach so auch hier wieder so voreingenommen und so. Und dann die Synopsis vom Buch, das wenn du irgendwie, ich will sie nicht fern diagnostizieren, weil das steht mir natürlich nicht zu und alles, aber sie weist schon, damit ihr ungefähr eine Idee von ihr bekommt,
Symptome auf, die sehr an die Symptome von einer depressiven Episode erinnern. So. Und dann ist ihre Lösung, dass sie jahrelang schläft, statt sich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin ja komplett für Entspannung, so. Oder Achtsamkeit, Meditation, alles, alles top. Aber ein Jahr lang schlafen, indem man sich voll dröhnt, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ja. So, habe ich gehasst. War, glaube ich, das schlimmste Buch von allen. Schön, dass das jetzt am Ende war. Das Licht geht auch immer weiter weg. Ich glaube, ich beende dieses Video. Ich habe mich richtig in Rage geredet. So, Pipo, ich hoffe, ihr habt ein paar Bücher mitgenommen, die ihr vielleicht nicht unbedingt kaufen solltet. Weiß ich nicht. Vielleicht haben euch die Bücher auch total gut gefallen. Bei Misery werden auf jeden Fall ganz viele denken, sie hat keinen Geschmack. Aber keine Ahnung, so ist das eben, ne? Ich habe gar nicht diesen Disclaimer am Anfang gegeben, fällt mir gerade ein. Dieses, falls ihr die Bücher total gern liebt, dann nehmt es nicht persönlich, aber nehmt es auch so nicht persönlich, okay? Ich verlinke in der Infobox mal meine anderen schlechteste Bücher-Videos. Ich weiß gar nicht, wie viele ich gemacht habe. Eins auf jeden Fall. Vielleicht auch mehrere? Weiß ich nicht. Ich verlinke euch die. Und schreibt mir gerne euer schlechtestes Buch, was ihr 2020 oder auch bis jetzt schon 2021 gelesen habt. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht es gut und bis bald. Tschüssi!